Glasklares Wasser, wunderschöne Strände, Geschichte und Kultur, Obstbau, soweit das Auge reicht und alte Schiffswracks willkommen in Paphos. Und zwar ist das diese Region der Insel, die uns am besten gefällt und die wir aber bisher am wenigsten erkundet haben. Und deswegen gibt es heute mal eine kleine Erkundungstour hier durch Paphos. Kommt mit! So, wir starten mal bei einem Teil des Archaeological Parks von Kato Paphos, und zwar bei der Kirche Aia Kyriakis. Müssen wir nur noch schauen, ob wir da irgendwo den Weg finden. Die haben das nämlich da alles so nett abgesperrt. Hier kann man ganz tolle alte Mosaiks anschauen. Sehr interessant. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Weg da rein irgendwo finden. Hinter mir könnt ihr die wunderschöne Kirche sehen. Das war übrigens die erste Kirche, die hier in Paphos entstanden ist, und zwar im 4. Jahrhundert damals. Ja, das Ganze schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an, denn wir müssen jetzt da über den Zaun. So, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, einmal über den Zaun gesprungen. Und schaut sich das mal an, das ist wirklich beeindruckend, was die damals schon so alles gebaut haben. Die haben da auch überall so Beschreibungen dabei, nur kann man die mittlerweile sehr, sehr schwer lesen. Die sind ziemlich abgewittert. Den Part, den was man jetzt dann hier sieht, das war der südlichste Teil außerhalb von der Kirche, und da vermutet man, dass das ursprünglich mal der Wohnsitz des Bischofs von Paphos war. Dürfte mal richtig schön gewesen sein, aber er hat halt auch schon ein paar Jahre am Buckel, das Ganze. Aber faszinierend, dass diese Rundbögen, die man da noch sieht, dass die überhaupt halten. Echt gigantisch. Dann schauen wir mal, was man da sonst noch alles entdecken kann. Den ersten Spot haben wir jetzt mal abgecheckt, und jetzt suchen wir uns hier an der Promenade eine Kleinigkeit zum Frühstücken und schauen wir mal, was wir finden. Für den Herrn gibt es einmal Pancakes. Mahlzeit. Und für mich gibt es eine Buddha Bowl. Wir sind jetzt gerade hier unterwegs auf der Strandpromenade im Stadtteil Kada Paphos. Das so viel bedeutet wie Stadt direkt am Meer. Das könnt ihr sehen, das trifft zu. Es ist wunderschön hier mit der Aussicht. Mittlerweile auch sehr angenehm. Es geht ein feiner Wind, es ist nicht mehr so heiß, und ja, unser nächstes Ziel können wir das mal sehen. Etwas, das uns in Paphos sehr gut gefällt, das ist hier die öffentliche Strandpromenade, wo quasi die ganzen Locals hier zum Schwimmen kommen. Man hat hier alles, man hat hier Toiletten, Umkleiden, man hat hier Duschen, und ist alles sehr nice und heimelig. Ich meine, wir sind jetzt nicht mehr in der Hochsaison, also ich denke mal, speziell Juli, August wird es hier ziemlich voll sein, aber nichtsdestotrotz ist es schön, auch mal sowas zu sehen. Das kriegst du an anderen Stränden eigentlich nicht so geboten. In Larnaca hast du das nicht so. Hier ist auch noch ein separates Becken, das dann auch die Wellen ein bisschen aufhält, wenn es mal ein bisschen stürmischer zugeht. Also alles in allem eine sehr, sehr schöne Strandpromenade hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter rauf der Richtung zum Fort und erkunden mal, was Paphos hier noch zu bieten hat in Strandregion.
Am Ende der schönen Strandpromenade hier in Bafos findet man dieses alte Fort, was ihr hier im Hintergrund sehen könnt. Und zwar hat sich das ursprünglich am westlichen Teil des Hafens befunden, galt eben zur Abwehr. Ja, und heute ist es quasi ein Museum oder eben auch eine Sehenswürdigkeit. Eintritt ist, glaube ich, pro Person 5 Euro oder sowas, was ich gesehen habe. Und ja, von oben hat man einen schönen Ausblick und ich habe mich da aber ein bisschen abseits von der ganzen Masse abgesetzt und genieße hier die feine Ruhe und die schöne Aussicht. Mittlerweile sind wir ein bisschen ins Innere von Cado Bafos gegangen und zwar ja, in einer ziemlich alten Stadt, so wie das Ganze hier ausschaut. Und eines habe ich gefunden, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Schaut euch das mal an. Eine wunderschöne Kirche mitten am Felsen. Und zwar nennt sich die Panagia Deus Kepasti. Das ist eine zypriotisch-orthodoxe Kirche, soweit ich das gelesen habe. Und die wurde 1922 errichtet. Jetzt gehen wir mal zurück zum Auto. Wir haben nämlich noch ein paar weitere Sachen hier am Plan und das schauen wir uns jetzt an. Bis gleich. Einfach mal mitten im Kreisverkehr stehen bleiben und dann ganz ohne Stress die Leute aus dem Auto rauslassen und dann irgendwann wieder weiterfahren. Wir sind jetzt schon hier angekommen bei den Königsgräbern von Bafos. Wir sind knapp 5 Minuten mit dem Auto hier rausgefahren. Das ist nur eine sehr, sehr kurze Fahrt. Und was kann man sagen zu diesen Königsgräbern? Wie der Name vielleicht falsch vermuten lässt, wurden hier keine Könige begraben, sondern hochrangige Amtsträger, Aristokraten, also quasi die Influencer der damaligen Zeit. Das Ganze hier stammt aus dem 3. Jahrhundert, also ist schon sehr, sehr alt. Man sieht das auch. Und wir werden uns jetzt mal die Anlage anschauen und kommt mit uns und seht selbst. Was uns hier in Bafos auch noch sehr, sehr gut gefällt, das ist die wunderschöne Wasserqualität. Man sieht hier ein sehr schönes Dunkelblau, was sich dann in ein Türkis wandelt. Solche Strände hast du in Larnaca eher nicht so. Also findest du eigentlich nur hier in der Region um Bafos. Wir sind jetzt hier eine halbe Stunde circa schon herumgestiefelt. Ich denke, das war es dann auch schon. Wir haben jetzt so ziemlich alles gesehen. Vielleicht als kurzen Tipp, wenn ihr hier im Hochsommer sein solltet, dann kommt auf alle Fälle relativ früh am Morgen. Erstens, dann ist es nicht so voll und zweitens hält ihr dann auch die Hitze aus. Bei uns ist jetzt schon Ende Oktober, es ist jetzt relativ angenehm. Wir haben so 26, 27 Grad, es geht auch ein bisschen in Wind, also von dem her lässt sich sehr, sehr gut aushalten. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da im Hochsommer für den einen oder anderen ein bisschen warm werden könnte. Wir machen uns jetzt nun auf den Weg zum White River Beach. Das ist circa so 15 Minuten außerhalb Richtung Westen. Da fahren wir durch ein paar schöne Obstplantagen. Und den Platz wollen wir euch auf alle Fälle noch zeigen, weil hier gibt es sehr, sehr schöne einsame Strände, was auch ein sehr, sehr toller Pluspunkt von Bafos ist. Also man hat hier, wenn man möchte, die Stadt. Ich glaube, Bafos hat so um die 35.000 Einwohner. Das war zumindest das, was ich auf Wikipedia gefunden habe, mit Stand 2011. Wahrscheinlich sind es jetzt schon ein bisschen mehr, weil bei dem, was hier überall gebaut wird, lässt das es quasi nur erahnen, dass hier ja, Wachstum quasi angesagt ist. Und kommt einfach mit und schauen wir mal, was dieser schöne Ort noch so zu bieten hat.
Möglichkeit, sich das Schiffswrack der EDRO 3 anzuschauen. Empfehle ich euch wirklich, das ist sehr interessant. Wir haben es diesmal ausgelassen, weil wir das in einem unserer letzten Videos schon angesehen haben. Haben euch aber die Aufnahmen trotzdem hier in dieses Video auch nochmal mit reingepackt. Außerhalb von Barfoss und zwar hier am White River Beach. Schaut mal, was ich da gerade entdeckt habe. Ziegen! Diese Stelle ist immer wieder für eine Überraschung gut. Wer unsere Videos schon verfolgt hat, der weiß, wir waren hier schon des Öfteren. Schön wie immer heute. Allerdings haben wir unsere Drohne endlich mal mit im Gepäck und können das Ganze auch mal von oben ein bisschen festhalten. Wer es ruhig mag, wer abgelegene Strände mag, der ist hier an der richtigen Stelle. Es gibt auch hier hinten raus noch den ein oder anderen wunderschönen Strand. Da ist es sicher sehr vom Vorteil, wenn man dann einen Offroad-Buggy sich mietet und dann mal da hinten rausdüst auf die Halbinsel. Und wir hoffen, wir konnten euch ein paar coole Impressionen vom Barfoss da lassen und euch ein bisschen die traumhafte Umgebung näher bringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne deinen Daumen da, ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit du das nächste Video dann nicht verpasst, weil das ist dann definitiv sicher eines, wo wir da hinten rausfahren und die Halbinsel erkunden. Also seid gespannt und bis zum nächsten Mal.